Um diese Hamburger Stadtvilla herum soll ein neuer Garten entstehen. Den Wunsch hegen die Bauherren schon seit einigen Jahren. Aus einer ungenutzten Gartenfläche soll in ein paar Monaten ein Wohlfühlparadies werden. Und das will dieser Mann erschaffen, Meistergärtner Jochen Gemp. Sein Ziel? Ich möchte die Bauherren nach draußen locken und das ganze Leben in den Garten holen. Und die Möglichkeit haben wir da und ja, schöne Ausgangssituation und wir machen es noch perfekt. Wir haben schon vor 5, 6 Jahren einmal darüber nachgedacht, ob wir das machen möchten. Und das ist natürlich ein Traum, den wir uns erfüllen. Doch bevor dieser Traum Wirklichkeit wird, gibt es noch einiges zu tun. Auf dem Grundstück wird bereits seit knapp 3 Monaten gebaut. In dieser Zeit sind der Pool und das dazugehörige Poolhaus entstanden. Nächster Meilenstein ist die Terrasse. Bevor die erste Platte verlegt wird, bespricht sich Jochen Gemp ein letztes Mal mit Gartenbauer Harald. Das heute ist ja wirklich der wichtigste Tag für die ganze Woche. Dass heute wirklich alles so ausgerichtet ist, wirklich exakt ausgerichtet ist, dass wir nachher nicht, wenn wir die Platten weiterlegen, irgendwo im Poolhaus dann ein Problem bekommen oder irgendwie noch unnötig schneiden müssen. Das ist ja wirklich Millimeterarbeit. Das auch passt von Poolseite zu Poolseite. Wenn wir hier heute einen Fehler machen, merken wir das am Ende der Woche, dass irgendwas nicht passt. Das heißt, das heute muss wirklich exakt sein und wir haben das eben auch in der Planung so detailliert durchdacht und dargestellt, weil das sind so die Feinheiten, dass die Fuge stimmt, das ist ein Fugenbild auch. Das ist das, wo man nachher sagt, wow, es ist nicht nur okay, sondern es ist wow. Und das ist eben, das möchte ich haben. Und das ist heute entscheidend und natürlich mit diesen Großformatplatten, das alles auf den Millimeter exakt zu machen. Also Hochachtung vor den Jungs, die das heute machen müssen. Die Platten sind aus Dolomitstein und kommen aus einem Steinbruch in Bayern. Das ideale Material für diese Terrasse. Das ist natürlich die Schwierigkeit. Wir haben so eine schöne Villa, die natürlich auch so markant und ein bisschen dominant ist und natürlich auch einen gewissen Charakter auch vorgibt. Und dieses Material, das passt zu dem Charakter der Bauherren, zu diesem mediterranen Charakter, der hier im ganzen Haus auch vorherrscht, den tragen wir nach draußen, den tragen wir hier über den ganzen Poolbereich mit in das Poolhaus auch rein. Und wir haben auch die Abdeckung der Außenküche, haben wir auch in diesem Material machen lassen. Das heißt, wir haben wirklich eine komplette, schöne, wunderschöne Farbharmonie, Materialharmonie. Und wir runden das Gesamtbild der Jugendstil-Villa dann auch ab. Los geht's mit der ersten Platte der Poolumrandung. Die erste Platte, die verlegt wird, ist natürlich die allerwichtigste. Hier entscheidet sich, wenn ich hier was falsch mache, wenn ich hier nicht in der Flucht bin, dann wird das ganze Gesamtbild wird nicht funktionieren. Das heißt, hier lege ich den Grundstein für den Erfolg des Gartens. Ich muss jetzt mal hinten unten unterkeilen, weil wir da den Überhang haben, aber das geht nicht anders jetzt. In die Mitte rein, in die Mitte. Da unten. Also wir müssen das in den Fluchten ausloten. Wir müssen das aber auch schon in der Höhensituation, in alle Ecken, also in alle Richtungen, dann auch so ausnivellieren, dass wir nachher nicht die Situation haben, dass irgendwie die Platten nicht homogen verlegt sind oder dass das Wasser nicht in die richtige Richtung läuft, sondern in den Pool. Das wollen wir vermeiden und deshalb ist das wirklich sehr, sehr wichtig. Bisschen zu mir. Gut. Ein kurzer Check mit der Wasserwaage. Dann kann es weitergehen. Sind erstmal alle Platten perfekt verlegt, kommt es später auf die richtige Pflege an, um möglichst lange Freude am neuen Belag zu haben. Bei der Pflege von Terrassenplatten wirklich vorsichtig sein. Der Klassiker ist ja, was extrem viele falsch machen, ist, ich halte hier mal den Hochdruckreiniger auf die Platte und es ist alles wieder sauber. Das ist ja, es funktioniert für den Moment, aber ich mache die Platte eigentlich kaputt. Das heißt, Hochdruckreiniger und egal, ob es Betonplatte ist, Natursteinplatte, niemals drauf, niemals. Also man macht dann wirklich die Oberfläche kaputt. Sie wird porös, sie wird rauer und der Schmutz haftet viel, viel schneller. Das heißt, einmal ist sie sauber, aber die Verschmutzung kommt viel öfters, also in kürzeren Intervallen. Das heißt, der Schuss geht komplett nach hinten los. Südlich von München stellt Meistergärtner Jan van de Botermeet heute den Bauherren seinen Entwurf ihres Traumgartens vor. Hallo Ursula, Michael, wie geht's euch? Hallo Jan. Hallo. Schön, dich zu sehen. Alles gut? Und dir? Passt. Ja, passt. Ich hab was mitgebracht. Ursula und Michael wünschen sich einen Garten, der sich perfekt in die Umgebung einfügt. Guck, ein neues Auto. Ein weißes. Ja, genau. Genau, also
auf den ersten Blick ist es grün. Das ist schon mal gut, glaube ich, für einen Garten. Die Idee grundsätzlich ist, dass man, weil wir am Hang sind, den Reiz schaffen müssen, dass man den restlichen Garten auch nutzt. Und das hat man am Haus automatisch, weil da diese Ausgänge, die Türen, die Fenster sind. Aber weiter weg vom Haus wird es dann ein bisschen schwierig. Man muss den irgendwie animieren, um in den Garten spazieren zu gehen. Wenn man mehr Terrassen oder Sitzflächen oder Sitzplätze im Garten schafft, auch wenn man da nicht jeden Tag sitzt. Aber dann hat man erstens eine schöne Optik, wenn dann eine Tischgarnitur steht, und den Anreiz, auch mal hinzugehen. Das ist wie wenn man einen Brunnen hat, ein Wasser, wo man so ein bisschen hingezogen ist, oder eine schöne Pflanze. Das ist was, da ist ein Reiz, da hinzugehen. Und genauso ist es wie mit kleinen Terrassen. Zum Beispiel die Bestandshütte, ich würde auch gerne behalten. Das Einzige hier an der Stelle ist, dass die Platte, wo das draufsteht, das Häuschen, ist etwas kurz. Und da würde man jetzt nur einen Stuhl oder ein Bänkchen hinstellen können. Und wenn man jetzt das einfach mit einer Holzterrasse ein bisschen tiefer macht, hat man einfach nochmal so einen neuen Sitzplatz. Den sieht man auch von oben immer wieder. Und das ist so eine Art Reiz, einmal hinzugehen. In der Mitte des Grundstücks plant der Meistergärtner eine weitere Sitzgelegenheit. Findlinge und eine üppige Bepflanzung sollen daraus einen gemütlichen Rückzugsort machen. Was ich ganz toll fände, wir, ist... Sie kennt meine Wünsche. Genau. Das ist doch immer so. Das ist doch gut, oder? Nee, dass es gut riecht. Ja, das ist, ich finde es so toll. Es gibt so, also ich liebe im Sommer, im Frühling den Flieder. Mhm. Ja? Und also es gibt einfach so tolle Düfte im Garten. Ja. Und Lavendel, und das finde ich was ganz Tolles, wenn man sich sozusagen durch den Garten... Schnüffelt, genau. Also ein Flieder wäre gut, ein Duftjasmin, Salbei, Lavendel, solche kräutige Sachen. Da kann man Pfingstrose. Super gerne. Genau. Die finde ich ganz toll. Da kann man auch die Farben so ein bisschen wechseln. Mhm. Weil natürlich Lavendel, Salbei, da ist man in den Weiß-Blau-Bereich. Aber mit den Rosen und mit Pfingstrosen kann man auch mal ins Gelbe rein und so ein bisschen eine Farbüberbrückung machen dadurch. Ja, aber das sieht ja schon mal ganz wunderbar aus. Das sind ja tolle Sachen, die du uns da hier entworfen hast. Gefällt uns sehr, sehr gut. Das freut mich. Finden wir ganz toll. Sehr kreative Gedanken und Lösungen. Und du hast wirklich die Wünsche ganz toll umgesetzt. Wir hatten auch schon ein paar Ideen, aber ich finde, es hat er wirklich ganz tolle Ideen, wie wir das eben lösen können. Und vor allem, was mir sehr gut gefallen hat, da hat er uns auch gut verstanden, ist eben diese Mischung, also aus dem, dass es der Garten im Endeffekt hinterher so aussehen soll, als wäre er schon immer so da. Der Entwurf des Meistergärtners, ein voller Erfolg.